Dortmund Trader auf dem Eigenkapitalforum und ich darf begrüßen Ingo Arnold, Leiter Investor Relations und Controlling bei der Freenet AG. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr zu dem Gespräch hier. Die Freenet AG, ein großer Telekommunikationskonzern. Mich würde interessieren, in welchen Ländern sind Sie tätig und wie viele Kunden haben Sie? Es ist so, dass wir uns auf Deutschland beschränken mit unserem Geschäft. Wir haben heute 6 Millionen Vertragskunden. Das heißt, das sind solche Kunden, die 24 Monatsverträge haben bei uns. Wir haben 3 Millionen sogenannte Discount-Kunden aus dem No-Frills-Bereich und auch noch einige Prepaid-Kunden. Allerdings sind die stark abnehmend. Deswegen fokussieren wir uns auf die 9 Millionen Customer-Ownership-Kunden, die wir heute haben, im Vertragskunden- und im Discount-Segment. Wie sind da die Marktanteile aufgespalten, vielleicht auch im Vergleich zu anderen börsennotierten Konkurrenz? Also es ist ja immer so ein bisschen so die Frage, wie das gemessen wird. Das heißt, wenn man sich umguckt, gibt es sehr unterschiedliche Werte. Die Werte, die ich zuletzt gesehen habe, besagen, dass wir einen Marktanteil von 13% haben. Damit sind wir unter den Resellern die Marktführer. Es gibt ja auch noch United Internet und Drillisch, die aber beide im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurzeit liegen. Sie sprechen schon die Konkurrenz an. Großes Thema jetzt in der Branche war die Übernahme von E-Plus durch Telefonica. Drillisch wurde da ein bisschen so als indirekter Profiteur genannt und bei Ihnen hat man schon ein bisschen so vernommen, ja, Sie könnten da vielleicht ein bisschen leiden unter dieser Transaktion. Ich habe aber auch in Ihrem Geschäftsbericht gelesen, dass Sie sich bewusst auch dagegen entschieden haben, mit E-Plus zusammenzuarbeiten. Finde ich ganz interessanter Punkt. Vielleicht können Sie das kurz erläutern. Ja, und zwar ist es schon so gewesen, dass auch wir natürlich Gespräche hier geführt haben mit Telefonica, dass uns auch ein Angebot unterbreitet worden ist. Es ist allerdings so, dass wir schon seit längerem mit der Telefonica zusammenarbeiten, auf Basis von aus unserer Sicht sehr guten Konditionen. Der Vorteil, den wir sehen in unserem Modell, ist, dass wir uns nicht dazu verpflichten müssen, gewisse Mengen abzunehmen. Da waren wir auch daran interessiert, dass das in Zukunft so bleibt. Wir hätten zwar auch davon abweichen müssen, aber dann hätte die Profitabilität aus unserer Sicht deutlich steigen müssen. Außerdem ist es ja bei uns so, dass wir mit allen Netzen zusammenarbeiten, also auch mit einer T-Mobile und einer Vodafone. Und deswegen ist es für uns natürlich schon relativ schwierig, dann auch gegenüber einem Netz ein relativ großes Commitment einzugehen. Was ich abschließend sagen kann, ist, dass wir mit den Remedies, die hier auch für uns entsprechend vereinbart worden sind, die sind ja für alle MVNOs oder Reseller vereinbart worden, dass wir da sehr glücklich mit sind, weil uns ja auch das LTE zur Verfügung gestellt werden wird in Zukunft und weil auch die Verträge, die wir hier entsprechend als Basis haben, bis 2025 verlängert werden. Nach 9 Monaten, Ihr Umsatz hat leicht abgenommen auf 762,1 Millionen, aber der Gewinn leicht zugelegt. Und das finde ich ganz interessant. Sie haben auch angedeutet, es soll ein bisschen Richtung margenträchtigere Geschäftsaktivitäten gehen. Vielleicht die Eckpunkte so vom 9-Monats-Bericht, was waren für Sie so die wichtigsten Punkte und habe ich da recht mit der Annahme? Ja, also beim Umsatz möchte ich schon noch einen Moment verharren, weil wir schon im Gesamtjahr deutliche Rückgänge hier gesehen haben. Allerdings, wie Sie richtig betonen, die Profitabilität ist hoch und ja, da ist es offensichtlich, dass wir eher auf die margenschwacheren Umsätze verzichtet haben. Das sind bei uns Hardware-Umsätze, die zu einem großen Teil ohne jegliche Marge bei uns über die Bücher laufen, wenn wir die Handelspartner beliefern. In diesem Geschäft haben wir Reduktionen gesehen, über die wir nicht unglücklich sind. Auf der anderen Seite haben wir aber im margenintensiven Geschäft durchaus zugelegt. Und da möchte ich betonen, dass wir halt neben den reinen Telefonieleistungen auch Digital Lifestyle Angebote den Kunden offerieren. Das sind dann Themen wie eine Cloud, das sind Themen wie eine Sicherheitssoftware für das Handy, das sind aber auch Themen wie Heizungssteuerung oder Smart Home insgesamt, wo wir durchaus eine Profitabilität haben, die über den durchschnittlichen Profitabilitäten im Mobilfunkgeschäft liegt. Welche Ziele wollen Sie im laufenden Jahr erreichen? Einer unserer Vorteile ist der, dass wir in jedem Jahr eine 2-jährige Guidance veröffentlichen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir ein sehr zuverlässiges und beständiges Geschäft haben, auch auf Basis der 2 Jahresverträge, die wir vertreiben. Diese letzte Guidance haben wir im Februar veröffentlicht, 2014. Und da haben wir für dieses Jahr vorhergesagt, dass wir ein EBITDA von 365 Millionen erreichen werden und einen Free Cashflow vor Zinsen in Höhe von 265 Millionen.
Millionen Euro. Auf Basis der neuen Monatszahlen kann ich sagen, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind und dass wir optimistisch sind, dass wir diese Guidance auch entsprechend erreichen werden. Im kommenden Februar, respektive Anfang März, werden wir dann eine neue Guidance veröffentlichen für die nächsten zwei Jahre. Für das Jahr 2015 hatten wir Anfang 2014 schon einmal veröffentlicht, dass wir ein EBITDA von 370 Millionen anstreben und einen Free Cashflow von 285 Millionen Euro. Und ich sag mal, auf Basis der Zahlen, die wir jetzt in 2014 gesehen haben bisher, gehe ich durchaus davon aus, dass wir das dann auch noch einmal bestätigen werden. Wenn man sich Ihre Wachstumsraten anschaut, sind diese solide, aber sie haben sich doch die letzten Jahre auch ein bisschen abgeflacht. Gibt es da Bestrebungen Ihrerseits, das Ganze wieder ein bisschen anzufeuern? Also auf was können sich hier die Anleger einstellen? Oder muss man sich jetzt mit bisschen, ich meine, Sie haben ja auch eine stattliche Größe jetzt erreicht, mit bisschen niedrigeren Wachstumsraten anfreuen? Also ich glaube, für den Investor ist es schon wichtig zu wissen, dass Freenet ein Dividendentitel ist und ein Investment sicherlich dadurch getrieben ist, dass wir eine relativ hohe Dividendenrendite bieten. Eine Wachstumsaktie in dem Maße sind wir bislang nicht gewesen. Da sind wir, glaube ich, auch in guter Gesellschaft im Telco-Bereich. Ich glaube aber, wir haben schon gewisse Chancen, gerade durch dieses Thema Digital Lifestyle, was ich schon einmal angesprochen habe, hier auch gerade im Smart-Home-Bereich, wenn denn dieser Markt einmal in Deutschland etabliert werden sollte, dass wir dort entsprechend dann auch am Markt partizipieren können. Und wir sind da entsprechend, wir haben die Produkte schon eingeführt, wir haben die Prozesse eingeführt. Entsprechend glaube ich, dass wir dort mitspielen könnten. Und das wäre etwas, wo ich sagen würde, ja, das könnte ein Potenzial sein für wirkliches Wachstum. Wenn das nicht passiert, sehen wir eher, und so haben wir es auch für nächstes Jahr bislang geguidet, einen stabilen Umsatz, aber keine wirkliche große Steigerung. Die Dividende haben Sie schon angesprochen. Sie sind mit einer Dividendenrendite von 6,5% wirklich einer der Dividendenstars auf dem deutschen Aktienmarkt. Wollen Sie diese Dividendenpolitik auch weiterhin beibehalten? Also wir haben immer gesagt, dass wir unsere Dividendenpolicy orientieren am Free Cashflow. Und wir haben auch gesagt, und das haben wir auch festgelegt, dass wir 50-75% unseres Free Cashflows als Dividende ausschütten möchten. Das ist auch was, wo wir nicht denken, von abweichen zu wollen in der Zukunft. Von daher, ein Dividendenversprechen zu machen, fällt mir immer etwas schwer, weil es natürlich auch immer von der Entscheidung der Hauptversammlung letztendlich abhängig ist. Aber es ist grundsätzlich schon die Idee unseres Treibens, dass wir eine stabile Dividende zeigen wollen. Und ich meine, in den letzten Jahren, wenn Sie sich die Entwicklung angucken, die ist ja auch von 80 Cent bis inzwischen 1,45 angestiegen. Das heißt, es gibt also eine gewisse Fantasie, zumindest für den Investor, dass es auch eine weitere Steigerung geben könnte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit der Freenet AG. Vielen Dank auch fürs Gespräch. Danke.